Das Können, Porzellanstücke noch heute so kunstvoll zu bemalen wie vor über 200 Jahren, liegt in den Händen der Porzellanmaler. Im Archiv der KPM sind die Namen aller jemals angestellten Maler auf Karteikarten erfasst. Der Schauspieler Martin Held entdeckte auch die seines Großvaters. Ja, in einer der Karteikarten, von denen hier die Rede war, heißt es: Held Andreas Albert Ferdinand, Blumenmaler, geboren 16. Februar 1823 zu Berlin, erlaubtes Schreiben des Vormunds Seefeld, das Held in die Dienste der Manufaktur treten darf, um die Porzellanmalerei zu erlernen. Bei der Aufnahme als Lehrling wurde eine ungewöhnlich strenge Auswahl getroffen. Schon Friedrich II. Hatte von seinen Angestellten und Arbeitern Ordnung und Sorgfalt neben dem zeichnerischen Können, dem Talent verlangt. Voraussetzungen, die Albert Held erfüllte, wie sein Schulzeugnis beweist. Das macht mich nicht wenig stolz, denn bei diesem Albert Held handelt es sich um meinen Großvater, meinen sehr geliebten Großvater. Die Porzellanmaler von heute setzen die Tradition fort. Die für die KPM typischen natürlichen Blumen werden seit jeher nach der Natur studiert und gezeichnet. Modelle frei Haus lieferte einst der Blumengarten der Manufaktur. Jeder noch so erfahrene Maler erhält pro Monat einen Studientag, um sich immer wieder neu an der Natur zu orientieren. Die Porzellanmaler werden von der Manufaktur in eigener Schule ausgebildet. Intensives Naturstudium, deren Ergebnisse an der Steckwand zu sehen sind, Kopieren alter Vorbilder, kunstgeschichtliche Stilkunde und Kenntnis der Herstellungstechnik gehören zum Lehrplan. Nach 3 Jahren wird eine Prüfung vor der Handwerkskammer abgelegt. Wer den Anforderungen entspricht, wird von der Manufaktur angestellt. Auf jedem Platz stehen Lehrteller, an denen die Schüler den Unterschied der Farben vor und nach dem Brand erkennen. Musterteller mit Motiven verschiedener Blumen, von Meistern gemalt, müssen kopiert werden. Diese Ausbildung lag schon Friedrich dem Großen am Herzen, um der KPM eine kontinuierlich einheitlich künstlerische Arbeit zu sichern. Er ließ junge Leute, die geeignet waren, aus der Provinz kommen. Angenommen wurde, wer Lust und Geschick hatte, in der christlichen Religion unterwiesen und konfirmiert war und nachweisen konnte, dass kein Regiment auf ihn Anspruch hatte. Die Anforderungen an das Können waren sehr hoch. Für arme Lehrlinge bezahlte der König Kost, Kleidung und Ausbildung. Er sorgte dafür, dass sie nicht mit unnützen Arbeiten belastet wurden wie Laufarbeiten, sondern sorgfältig kopieren und zeichnen lernten. Martin Held fand in den Erinnerungen seines Großvaters auch Anmerkungen zu dessen Werdegang. Mein Großvater muss während seiner Lehrzeit dem damaligen Direktor Geheimrat Frick so positiv aufgefallen sein, dass er ihn zum Studium der Ölmalerei ins Atelier von Professor Völker schickte. Völker, hier ein Bild von ihm, war Malereivorsteher und Lehrer für Früchte- und Blumenmalerei. Durch gezielte Ausbildung wird die Tradition gepflegt. Fortschritte verzeichnet die KPM dagegen in technischer Hinsicht. Die erste in Preußen gebaute Dampfmaschine mit immerhin 10 PS wurde von der KPM in Betrieb genommen. Die Neuerung stieß zunächst auf Widerstand. Man fürchtete um Gesundheit und Leben der Arbeiter und Anwohner. Nach 10 Jahren konnten die Bedenken beiseite geräumt und der König 1799 zur Besichtigung eingeladen werden. Entwicklungen und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen im Manufakturbetrieb zeigt der Vergleich von Holzschnitten aus dem 19. Jahrhundert und Fotografien von 1910.
Das Zermahlen des Feldspats bedeutete eine unzumutbare Staubentwicklung. Durch Ummantelung der Mahlsteine wurde der Staub gebannt. Der Kollergang ist noch heute in Betrieb. Die im Schlemmkeller abgelagerte Porzellanmasse musste vor ihrer endgültigen Verarbeitung von Luftbläschen befreit werden. Die Masseschlagmaschine ersetzt die mühsame Arbeit der Tontreter. Bei der Großdreherei mussten Menschen die Antriebsräder für die Töpferscheibe in Bewegung setzen. Kleinere Töpferscheiben wurden mit dem Fuß betrieben. Heute besorgt das ein Elektromotor. Auch das schwere Eingießen der Porzellanmasse in Hohlkörper wird heute durch ein Röhrensystem erleichtert, das mechanisch die auf Band vorbeilaufenden Formen füllt. Ständig verbessert wurde die Anlage der Öfen. Der Rundofen ersetzte schon bald die liegenden. In 3 Etagen konnte je nach erforderlicher Temperatur unterschiedliches Brenngut gebrannt und damit eine optimale Auslastung erzielt werden. Es folgten Gaskammeröfen, die jedes Mal zugemauert werden mussten. Heute gibt es Öfen, in die das Porzellangut auf Rollwagen hineingeschoben wird und nach der vorgeschriebenen Zeit am Ende fertig herauskommt. Für wesentliche Bereiche in der Endfertigung bleibt aber seit jeher die handwerkliche Arbeit. Aufnahmen von Werkstätten unterscheiden sich kaum von heutigen. Als Friedrich der Große 1763 die Porzellanmanufaktur erwarb, wollte er Arbeitsplätze sichern und nicht eine Laune befriedigen, obwohl er von Jugend an Porzellane aus China und Meißen schätzte. Anders sein Vater, der Soldatenkönig, der August von Sachsen kostbare Porzellane gab und gegen 600 Dragoner eintauschte. Der erste Porzellanfabrikant in Preußen war jedoch Wegeli, der schon 1750 eine Manufaktur einrichtete. Doch das künstlerische Niveau der Porzellane missfiel Friedrich. Er entzog Wegeli die Unterstützung. Auf Drängen Friedrichs eröffnete der Kaufmann Gotzkowski 1761 eine neue Manufaktur. Ihm gelang es, namhafte Künstler aus Meißen nach Berlin zu holen. Die Ergebnisse befriedigten Friedrich. Als Gotzkowski in finanzielle Schwierigkeiten geriet, kaufte er die echte Porzellanfabrik zu Berlin und übernahm Arbeiter und führende Kräfte. Die künstlerische Linie blieb gewahrt. Szenische Darstellungen, Randdekor und Formen spiegeln Friedrichs Vorliebe für das Rokoko wider. Viele Geschirrdessins sind auf seine Wünsche und Anregungen zurückzuführen. Friedrich schätzte besonders die natürlichen Blumen. Die Berliner Blumenmalerei der 60er bis 80er Jahre übertraf an Genauigkeit der Ausführung und Feinheit der Farbgebung alle anderen Manufakturen jener Zeit. Außerdem Service Breslauer Stadtschloss bestellte Friedrich andere für seine Schlösser in Potsdam und Charlottenburg, insgesamt 24. Er wurde damit, sehr zu seinem Leidwesen, sein bester Kunde. Die Rechnungen hat er übrigens stets korrekt bezahlt. Und die waren nicht niedrig. Zu einer Hofhaltung mit 48 Gedecken gehörten 460 Teile. Der Preis 3.341 Reichstaler. Nach langen Bemühungen gelang es, auch ein Service in Friedrichs Lieblingsfarbe, dem zarten Blau, herzustellen, das Bleu Mourant. Das kurz nach Friedrichs Tod 1795 entstandene Déjeuner Fleurs en Terrasse mit seinen strengen, glatten Formen zeigt einen neuen Stil. Seit Mitte der 60er Jahre tendierte er zum Klassizismus. Um gewinnbringend zu arbeiten, fügte sich der Geschäftsmann Friedrich, wenn auch zögernd, dem Geschmack der Zeit. Noch zu seiner Zeit geplant, wurde das Kurländer Service mit Randdekor und Feldblumen. Es gehört heute zu den beliebtesten Produkten der Manufaktur. Auch in den szenischen Darstellungen zeigte sich in den letzten Jahren unter Friedrich ein Wandel in der Thematik.
Dieses Service mit mythologischen Historien in eisenroter Camailleux-Malerei entstand 1783. Die fliegenden Kinder, nach dem Vorbild von Bouchers Putten, sind allerdings noch ganz im Sinn des Rokoko geschaffen. Rosetten, Blumen auf Deckeln, Griffen, jeglicher plastischer Dekor wurden mit der Hand geformt. Darin hat sich bis heute nichts geändert. Arbeitsweisen, Maßstäbe gelten wie zur Zeit Friedrichs des Großen. Als Fabrikherr kümmerte er sich persönlich um seine Manufaktur, ließ sich wöchentlich vom Direktor Greninger Bericht erstatten und kam selbst häufig in die Fabrik. Gute Arbeit belohnte er mit Prämien, bei schlechter oder auch bei zu spät kommen zog er Lohn ab. Taler, die er dann zu wohltätigen Zwecken für seine Angestellten und auch deren Familien verwandte. Hilfsbedürftige zum Beispiel bekamen Brennholz, Arbeitsunfähige wurden in der Charité untergebracht. Für personelle Details zeigte Friedrich Interesse, aber ebenso für alle technischen, kaufmännischen und künstlerischen Fragen. Auch die Figurenherstellung ist seit Beginn die gleiche. Aus dem ursprünglichen Modell werden Teilmodelle hergestellt, die einzeln gegossen und von den Bossierern zusammengesetzt werden. Das Modell dieser Figur aus dem Zyklus der Monate entstand zur Zeit Friedrichs des Großen. Modellvorsteher war Friedrich Elias Meyer, der seit Gotzkowski bei der KPM war und verantwortlich für Qualität und Einheitlichkeit des Stils. Themen der Plastik waren Allegorien und mythologische Gestalten, Götter, Jahreszeiten, aber auch Figuren aus dem täglichen Leben. Zu größeren Aufträgen wie vielfigurigen Tafelaufsätzen zog er seinen Bruder Wilhelm Christian hinzu, der als freier Mitarbeiter bei der KPM tätig war und später Direktor der Akademie wurde. Wilhelm Christian Meyer schuf 1769 die gewerbetreibenden Kinder. Die Venus von Friedrich Elias zeigt ebenso wie seine anderen Figuren die Grazie des Rokoko. Eine elegante Körperhaltung, langgezogene Glieder, ein heiteres Aussehen. Wilhelm Christian Meyer war maßgeblich beteiligt an den mehr als 300 Figuren des Tafelaufsatzes für Katharina II., der vor der Übergabe 14 Tage in Berlin besichtigt werden konnte. Mit Erfolg. Denn laut Chronik waren es der Sehensbegierigen so viele, dass das unordentliche Zudringen kaum durch Soldatenwachen abgehalten werden konnte. Alle Biskuitfiguren, so auch die von Friedrich dem Großen, wurden in unglasierter Porzellanmasse zu marmorähnlicher Wirkung gebracht. Kurz vor seinem Tod hatte Friedrich Elias Meyer diese Büste Friedrichs des Großen modelliert. Da Friedrich nie zu Porträtsitzungen bereit war, musste Meyer aus dem Gedächtnis arbeiten. Zu einer Korrektursitzung fuhr er nach Potsdam. Doch Friedrich wies ihn in seinem Sarkasmus mit den Worten ab, er möge lieber gleich einen alten Affen zum Modell nehmen. Die Reise war umsonst. Friedrich Wilhelm II., König seit 1787, übertrug sein Amt als Fabrikherr einer Kommission.
Eine Verordnung Friedrichs des Großen hob er auf. Um den Absatz zu fördern, mussten Juden bei jeder behördlichen Genehmigung, wie Heiratserlaubnis oder Gewerbeeröffnung, Porzellane im Wert von 300 bis 500 Talern übernehmen und im Ausland absetzen. Die Geschirrformen zeigen keine Schweifungen mehr, sind streng gehalten. Die Ränder sind häufig mit einem Golddekor versehen. In Medaillons werden die Gestalten der antiken Götterwelt lebendig. So auch in diesem Service, Modell vasenförmig mit Stäben. Unter Friedrich Wilhelm II. Und Friedrich Wilhelm III. Setzte sich der klassizistische Stil in der Manufaktur endgültig durch. Malerische Umsetzung kostbarer Steinarten wie zum Beispiel von Lapislazuli, Porphyr oder Achat in Verbindung mit reicher Vergoldung wird Mode. Antike Mosaiken werden nachgeahmt und mit feinsten Pinseln auf Porzellan gemalt. In der Zeit des Biedermeier wird es Mode, sogenannte Kabinett- oder Freundschaftstassen herzustellen, zum Beispiel mit Bildnissen des Königs Friedrich Wilhelm III. Und der Königin Luise. Verse wurden auf die Untertasse geschrieben. Für ihn, gerecht als König sein, sein Land beglücken, dies beides kann allein sein Herz entzücken. Für sie, die Liebe kann nur Segen prophezeien, von einem Volk geliebt, geehrt, bewundert wird einst noch spät ein künftiges Jahrhundert sich ihrer Enkel freuen. Zahlreiche Tassen wurden zum Andenken an die beliebte Königin Luise und in Erinnerung an ihren Todestag herausgebracht. Ein ganz anderes Service. Exotische Pflanzen für Kaiserin Josephine von Frankreich. Den Auftrag erteilte Napoleon, der 1806 Preußen besetzt, die KPM samt Kasse beschlagnahmt hatte. Das Service wurde übrigens nie bezahlt, auch andere Porzellane nach Bedarf entnommen. Der Verlust durch die französische Besatzung betrug 53.665 Taler und 3 Pfennige. Nach den Freiheitskriegen 1815 erfolgte eine Blütezeit ohnegleichen. König Friedrich Wilhelm III. Ließ für befreundete Fürsten und Heerführer kostbare Ehrengeschenke anfertigen. Auf großen Vasen in Formen antiker Amphoren und Kratere wurden Schlachtfelder, Heerführer und Schauplätze historischen Geschehens abgebildet. Auch die Porträts der verbündeten Monarchen, Friedrich Wilhelm III., Kaiser Franz von Österreich, der englische Prinzregent und Zar Alexander. Eine Schale zeigt Städtepanoramen von Moskau, Paris, dem Schlachtfeld von Belle Alliance und Bildnisse beteiligter Feldmarschälle, General Barclay de Tolly, Fürst zu Schwarzenberg, Wellington und Blücher. Verdiente Feldherren bekamen ein Service mit eisernem Kreuz und Lorbeerkranz, die Suppenterrine mit Szenen des Krieges und Sieges. Für den russischen Hof, der prachtvolle Stücke mit reicher Vergoldung schätzte, wurden Vasen angefertigt. Vasen mit Landschaftsmotiven und Ansichten Berliner Schlösser. Dem Belvedere, heute Museum für die Sammlung des Porzellans der KPM, Schloss Charlottenburg, die Potsdamer Schlösser. Neue Farbtöne, Nuancierungen von Grau bis Schwarz machten in der Gestaltung von Vorder- bis Hintergrund der Ölmalerei Konkurrenz. Dem ausführenden Techniker jener Zeit, Frick, gelang es, diese Farbtöne herzustellen. Georg Friedrich Christoph Frick
war seit 1797 bei der KPM ein Kenner ersten Ranges. Er wurde 1832 Direktor. In seiner Zeit gab es technisch hervorragende Leistungen. Trotz aller Verbesserungen konnte er den wirtschaftlichen Niedergang nicht aufhalten, der nach der kurzen Blüte um 1818 einsetzte, als die Monopolstellung aufgehoben wurde und ausländische Firmen billige Porzellane importierten. Die Porzellanmalerei trat immer mehr in Wettstreit mit der Ölmalerei. Auf Teller wurden Gemälde alter Meister kopiert, die Ränder mit schwerem Goldrand versehen, in die Ornamente hineinradiert wurden. Das Weiß des Porzellans verschwand unter dem reichen Dekor. Das Gleiche traf auch auf die Blumenmalerei zu, deren Stil von Völker, dem Malereivorsteher, geprägt wurde. Die Freiheitskriege hatten der Manufaktur zu einer wirtschaftlichen Blüte und dem höchsten Umsatz seit ihrer Gründung verholfen. Das nächstfolgende historische Ereignis von Bedeutung, die Märzrevolution 1848, hinterließ äußerlich keine Spuren. Die Auswirkungen auf die innere Struktur der KPM und einzelne Angestellte spiegeln Briefe und Berichte des Albert Held wider. Die Märzrevolution erlebte mein Großvater in Düsseldorf. Über die Ereignisse berichtete ihm ausführlich in einem Brief vom Juni 48 seine spätere Frau, Bertha Chemnitz, die in der Nacht vom 18. zum 19. März 1848 bei den Kämpfen ihren Bruder verloren hatte. Kein Tag vergeht, wo nicht Aufruhr und Zerstörung wütet. Fast alle Nacht bekommen die Minister oder sonstigen Vorgesetzten eine sogenannte Katzenmusik. Die Instrumente bestehen gewöhnlich in Knarrenpfeifen, Kasserollen oder sonst übeltönenden Sachen und endet fast immer mit Zank und Schlägen. Mein lieber Freund, es ist nicht mehr unser friedliches Berlin. Nein, es ist ganz verändert und oft muss ich mich erst besinnen, ob es wirklich noch unsere geliebte Vaterstadt ist. Wie tiefgreifend die Ereignisse des Jahres 48 und das Ausscheiden Fricks das Schicksal meines Großvaters beeinflussten, geht aus seinen Aufzeichnungen hervor. Doch nun kam das Verhängnis. Das böse Jahre 1848, wo jeder sich gegen seine Vorgesetzten auflehnte, so auch in der Porzellanmanufaktur. Man warf dem Direktor Unredlichkeiten vor, die darin bestehen sollten, dass er seiner Tochter bei deren Verheiratung eine Aussteuer in Porzellangegenständen schenkte. Er hatte überhaupt durch sein herrisches Wesen wenig Freunde im Geschäft. Was in der Anklage Wahres ist, kann ich nicht sagen. Da er nun seinen Arbeitern und Angestellten gegenüber der Anklage nicht Rechnung tragen wolle, so zog er es vor, aus diesem Leben zu scheiden. Sein Tod trat auch meinem Schicksal feindlich gegenüber. Fricks Tod erklärte die KPM mit der Auflehnung des Personals als Folge wirtschaftlichen Rückganges und allgemeiner politischer Erregung jener Tage. Dagegen schrieb der Nachfolger Georg Kolbe, dass Frick kein angenehmer Vorgesetzter gewesen sei, sehr strenge Kontrollen ausgeübt habe. Für Albert Held jedoch hatte Fricks Tod schwerwiegende Folgen. Anfang Dezember 1848 kam mein Großvater wieder nach Berlin. Während des Aufenthaltes in Düsseldorf hatte ein Direktorenwechsel in der Manufaktur stattgefunden. Der Nachfolger Fricks wusste nichts Rechtes mit dem vom Vorgänger Geförderten anzufangen. So vollendete er zunächst angefangene Arbeiten, kopierte ein in Düsseldorf von ihm gemaltes Fruchtstück auf eine Porzellanplatte. Sie ist noch heute im Besitz der Familie. Die Vorlage dieser Porzellanplatte, ein Ölbild nach Spähendonck, entstand bei Preyer, der Albert Held im zweiten Jahr kostenlos unterrichtete, da die KPM eine Verlängerung des Studienaufenthaltes nur unter der Voraussetzung bewilligt hatte, dass Preyer auf sein Honorar verzichten würde. Dem Wunsche Preyers entsprechend blieb Held unter dieser Bedingung. Fricks Absicht war gewesen, ihn als Malereivorsteher heranzubilden und einzusetzen. Ihm also den Posten zu geben, der mit 1.500 Talern jährlichem Gehalt höher bezahlt wurde als der des Direktors. Der Nachfolger Fricks
ließ ihn nur noch Kurantarbeiten machen. Für die mit äußerster Sorgfalt durchgeführte Bemalung einer Tasse oder eines Tellers erhielt er 10 Pfennige. Das Übrige wurde abgezogen, um damit nachträglich seine Ausbildung bei Preyer zu bezahlen. Die Güte und Wohltat seines einstigen Gönners gereichte ihm so zum Schaden. Die Notlage des Albert Held war ein Einzelfall, nur aus der Zeit zu erklären, denn die Sozialfürsorge bei der KPM war vorbildlich. Mit dem Jubiläum des Eduard Fack wird der Vorstand der Arbeiterverpflegungs- und Versorgungsanstalt geehrt, einer Institution, deren Grundidee auf Friedrich den Großen zurückgeht. Friedrich hatte sich von jeher um das Wohl seiner Arbeiter und deren Familien gekümmert, eine Krankenkasse, Altersversorgung und Sterbekasse eingeführt, Maßnahmen, die erst unter Bismarck gesetzt wurden. Am ehemaligen Schafgraben in Charlottenburg wurde von 1795 bis 1865 Gesundheitsgeschirr hergestellt, das nicht so weiß, aber billig und bei der Bevölkerung sehr gefragt war. 1872 wurden die Fabrikräume weiter ausgebaut und die gesamte Porzellanherstellung nach Tiergarten verlegt. Aus der alten Fabrik in der Leipziger Straße, Produktionsstätte seit ihrer Gründung, musste die KPM ausziehen, da sich diese Straße zu einem beliebten repräsentativen Einkaufsboulevard entwickelt hatte. Eine Fabrik mit Rauchentwicklung konnte nicht länger geduldet werden. Laut Anekdote soll Bismarck eines Morgens erschienen sein und die sofortige Schließung und Räumung verlangt haben. Der Verkauf blieb zunächst in der Leipziger Ecke Friedrichstraße, bis 1890 sogar neue repräsentative Verkaufsräume in der Leipziger Straße 2 ausgebaut wurden, im Stil wilhelminischer Prachtentfaltung, wie es das aufstrebende Großbürgertum erwartete und gutierte. Die Porzellane waren prunkvoll in einer Mischung aller historischen Stile. Mit geradezu ausufernder Fantasie wurden Formen des Mittelalters, der Renaissance, des Barock und Rokoko kombiniert. Künstlerisch konnten diese Erzeugnisse nicht befriedigen, und so hieß es in einer Kritik, es fehle das Hervortreten eines selbstständigen Prinzips, der dekorative Zweck gehe in Masse und Reichhaltigkeit der Ausführung verloren. Ein typisches Beispiel in Größe und Dekor ist die Vase mit dem Porträt Wilhelms II. Von Dürschke. Es kam mehr auf Größe als auf Schönheit an und gefiel bei Hofe. Verantwortlich für den Stil der Entwürfe und der Ausstellungen war Professor Alexander Kips. Aufgrund der unbefriedigenden Ergebnisse hatte schon 1878 eine Kommission bestehend aus Direktoren der Museen, Abgeordneten wie zum Beispiel Virchow, beschlossen, die technische und künstlerische Leitung zu trennen. Ein Wandel trat jedoch erst ein, als Hermann Seeger 1881 Leiter der Chemisch-Technischen Versuchsanstalt wurde. In Zusammenarbeit mit Dr. Albert Heinecke entstanden neue Oberflächenwirkungen, Kristall- und Überlaufglasuren, Farben wie Kupferoxidrot. Diese Wirkungen werden durch Verbindung von mehrfarbigen Glasuren erzielt, deren Schmelzpunkte untereinander verschieden sind. Diese und andere Erfindungen Hermann Segers, der heute als Vater der wissenschaftlichen Keramik gilt, beeinflussten die gesamte deutsche Porzellanindustrie. Auf eine Überlaufglasur wurde bei diesen Vasen Emaille-Malerei aufgesetzt. Pflanzliche Motive, Naturformen stilisiert wiedergegeben, bestimmen den Charakter der Ornamentik. Die Forderung der Kommission von 1878 nach klaren plastischen Formen und malerischen Schmuckmotiven als Beiwerk und nicht als Selbstzweck erfüllte sich 1902 mit der Berufung von Schmutz Baudis, der 1908 Direktor wurde. Für die Manufaktur folgte eine künstlerische Blütezeit ohnegleichen. Schmutz Baudis entwarf das Ceres-Service in seiner stilisierenden, von weichen, fließenden Linien bestimmten Ornamentik ein bedeutendes Beispiel des Jugendstils. Außerdem befasste er sich mit der Technik der Unterglasur und entwarf dazu Teller mit Berlin-Motiven. Zunächst gab es nur grüne und braune Töne in verschiedensten Nuancen. Der Chemiker Dr. König erweiterte die Palette auf weitere 30 Farben.
Zahlreiche Berliner Motive für Porzellan entwarf auch der Maler Franz Türke. Die Landschaftsmalerei in Unterglasurfarben wurde eine Berliner Besonderheit. Von konsequenter Stilisierung ist auch das bedeutendste Beispiel der Jugendstilplastik. Der Hochzeitszug von Adolf Amberg, ein Tafelaufsatz für die Hochzeit des deutschen Kronprinzenpaares. Die Braut reitet auf einem Stier dem Bräutigam entgegen. Vertreter verschiedener Völker huldigen dem Brautpaar mit Musik und Geschenken. Der Tafelaufsatz wurde vom Hof nicht akzeptiert. Der Kaiserin waren die Gestalten zu nackt. Die Auffassung erschien ihr obszön. Innerhalb von 6 Jahren entstanden 65 Tierfiguren, häufig nach Studien im Zoo. So der Kakadu von Robra, der Pfefferfresser von Feldmann. Beim Modellieren begnügten sich die Künstler jedoch nicht mit äußeren Details. Wichtiger war ihnen der Ausdruck der Figuren. Die Tierseele wird erkennbar. So bei Pucheckers Mandarinenten das kreatürliche Verlangen nach Geborgenheit. Paul Scheurich, hier sein Apoll und Daphne, erhielt 1940 den Auftrag, einen Tafelaufsatz für den Reichsaußenminister von Ribbentrop zu entwerfen. Wie Scheurich verzichten auch Weidanz und Schliebstein auf die farbige Bemalung und überlassen die Betonung der Form dem Spiel von Licht und Schatten auf der Glasur. Zur Darstellung des Mondschafs inspirierte dem Bildhauer Ludwig Gies die erste Strophe eines Gedichtes von Christian Morgenstern. Das Mondschaf steht auf weiter Flur. Es harrt und harrt der großen Schuhe, das Mondschaf. Nach dem Ersten Weltkrieg ein neuer Name. Aus der königlichen wurde die staatliche Porzellanmanufaktur und ein neuer Stil. Werkbund und Bauhaus gewannen entscheidenden Einfluss. Den ersten Schritt in die Moderne vollzog Marguerite Friedländer Wildenhain. Sie entwarf in Zusammenarbeit mit der Werkkunstschule Halle auf Burg Giebichenstein das Service Hallesche Form. Trude Petri erhielt für das Service Urbino, dessen Grundform auf Kugelabschnitte zurückgeht und das auf jeglichen Dekor verzichtet, den ersten Preis auf der Weltausstellung in Paris 1937. Im Zweiten Weltkrieg, in der Nacht vom 23. November 1943, wurde die Manufaktur weitgehend zerstört. Vorsorglich hatte man schon 1942 ein Werk in Selb gepachtet, wo nach kurzer Zeit die Produktion aufgenommen werden konnte. Auch Berlin baute wieder auf. 1946 berichteten darüber westliche und östliche Wochenschauen. Die staatliche Porzellanmanufaktur Berlin im Tiergartenviertel stellt jetzt vor allem Geräte für chemische Industrien und für den sanitären Bedarf her. Dann kommt die Fabrikation von Gebrauchsgeschirr und schließlich wird auch die 200-jährige Tradition des berühmten Berliner Kunstporzellans aufrechterhalten. Ein Teller entsteht. Vor dem Brennen werden die Gegenstände mit einem Gemisch von Feldspat, Quarz und Kreide glasiert. Dann kommen sie in den Brennofen, dessen Öffnung jedes Mal neu vermauert wird. Die Glut wird beobachtet, die Hitze gemessen. Vor dem Kriege beschäftigte die Porzellanmanufaktur 500 Arbeitskräfte. Jetzt sind 90 Facharbeiter im Betrieb tätig. Eine Steigerung der Produktion ist in Aussicht genommen. Die Freiheitsglocke, das Berliner Symbol der Nachkriegszeit, von Amerika gestiftet. In Porzellan nach einem Entwurf von Sigmund Schütz war sie lange Zeit ein Gastgeschenk des Senats. 1966 filmte ein Team der amerikanischen Luftwaffe die Herstellung in allen Phasen.
Wenn sich bei diesen Aufnahmen auch keine wesentlichen äußeren Unterschiede in der Bearbeitung der Porzellanmasse vom 18. Jahrhundert bis heute feststellen lassen, so verschieden sind doch die Arbeitsbedingungen. Heute wird von 7 bis 15.45 Uhr gearbeitet, bei Friedrich dem Großen von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, im Jahr 1779 sogar bis 8 Uhr. Für die 84-Stunden-Woche gab es immerhin einen Taler monatlich zusätzlich. Das Licht allerdings mussten die Arbeiter selbst bezahlen. Die Geschichte der KPM wird gleichermaßen geprägt von Traditionspflege. Noch heute ist das Markenzeichen das Zepter, einst von Friedrich II. Gegeben, geprägt aber ebenso von technischen Fortschritten und in entscheidendem Maße durch den Wandel der Geschichte Preußens und Berlins. Nach der Beschlagnahme durch die britische Militärregierung kurz nach dem Ende des Krieges wurde 1949 die staatliche Porzellanmanufaktur der Stadt Berlin übereignet, 1956 die beiden Werke Selb und Berlin vereint. Heute nimmt die Manufaktur wieder eine führende Stelle ein. Sie exportiert in 66 Länder. Gäste in den deutschen Botschaften und Auslandsvertretungen in aller Welt speisen von den Servicen der Berliner Manufaktur. Ein wesentlicher Teil des Exports bezieht sich auf das weltweit anerkannte technische Porzellan für den Sanitärbedarf und die chemische Industrie. Die KPM war führend in der Entwicklung dieses Hartporzellans. Von ihr stammt die erste Zündkerze für Bosch. Die meisten der heute 470 Beschäftigten sind Akkordarbeiter, Stücklohnempfänger. Die Qualität des einzelnen Produktes wird dadurch nicht beeinträchtigt, denn in der Endproduktion geht es nach wie vor um handwerklich einwandfreie Arbeit. Die Ausstecherinnen schaffen in einer Stunde zwischen 1.800 und 2.000 Durchbrüche. 2.272 gehören allein zum Zuckerkorb der Königin Luise. Ein erfahrener Maler arbeitet etwa 4 Stunden an einem Feldblumenstrauß auf dem Teller zum Kurländer-Service. Eine Woche an einem Service für 6 Personen. Beim Bemalen bedarf es großer Sicherheit in der Farbwahl, denn jeder Ton verändert sich nach dem Brand. Das bedeutet für jeden Porzellanmaler zunächst eine Schwierigkeit, einst auch für Albert Held. Anfänglich fiel ihm die Arbeit der Porzellanmalerei ziemlich schwer, da er zwar Früchte- und Blumenmalerei studiert hatte, aber wenig auf Porzellan gemalt hatte und die Kenntnis und Behandlung der Farben ihm nicht geläufig war. Hier haben wir so ein Beispiel für die Veränderung der Farbgebung. Das ist eine ungebrannte Vase, ein ungebranntes Blumenstück. Und dieser Farbton wird später so wie diese Blume aussehen. Ein nicht unwesentlicher Unterschied. Golddekor wird aufgetragen. Das Gold sieht vor dem Brand schwarz aus. Thank you.
Nach dem Brand erscheint es als stumpfer gelblicher Farbton. Erst durch das Polieren mit Achatstiften kommt der Glanz. Wird in die stumpfe Goldfläche ein Muster hineinradiert, entsteht ein Ornament aus stumpfen und glänzenden Teilen, wie beim Fuß des Zuckerkorbes. Die Bedeutung der bekannten und vielen namenlosen Mitarbeiter der Manufaktur in der mehr als 200-jährigen Geschichte spricht aus dem Vorwort, dass Frick 1846 zu seiner Geschichte der KPM schrieb und dabei denen dankte, die durch Talent, Geist, Fleiß und Ausdauer zur langjährigen Existenz und zur Blüte der Manufaktur beigetragen haben.